Wir haben uns heute unser erstes Adventsgesteck selber gemacht. Und wenn ich sage selber gemacht, meine ich damit vorwiegend auch die Kerzen, die ihr da im Hintergrund seht. Weil Kerzen kann man sich nämlich auch selber machen. Und wir zeigen euch mal, wie schnell so ein Gesteck fertig ist und wie einfach man sich seine Kerzen gießen kann. Wir wollen heute anfangen, uns Kerzen zu gießen für unseren Adventskranz oder unser Adventsgesteck. Da habe ich jetzt zwei verschiedene Sorten. Einmal die Tannenbäume, die finde ich ganz super klasse für ein Adventsgesteck. Vier Tannenbäume ist doch mal was richtig klasse. Ein richtig klasse Einfall. Und dann gibt es solche Kerzen mit Rillen. Die wollte ich auch mal ausprobieren. Dann hast du eine schöne, nicht nur eine Kerze, die du bemalst oder mit irgendwelchen Farben einfärbst, sondern hast auch ein Muster drin. Jetzt muss man sich entscheiden, welches Wachs man dafür nehmen möchte. Ich habe jetzt hier einmal Bio-Wachs. Da kann man auch diese Düfte gut reinmachen. Ich will jetzt dieses mal ausprobieren, ob das jetzt anders ist als das andere, was ich sonst immer verwendet habe. Das ist ganz normales Kerzenwachs. Alles, was man zum Kerzengießen braucht, findet man im Mix-Store. Verlinke ich euch aber alles. Dann kann man da mal schauen. Die haben noch viel, viel mehr an Kerzen, Formen und so weiter. Alles, was man zum Kerzengießen braucht. Und ich habe mir dann noch Farbe dazu bestellt. Wir wollen jetzt grüne Tannenbäumchen machen. Und dann gibt es aber auch noch, ich habe jetzt hier noch einen Cremefarben und einen Rosa, also Pink, um andere Sachen zu gestalten. Wir färben uns das Grün ein und dann sollte es auch duften. Und am besten nach Weihnachtsduft, da gibt es dann nämlich auch verschiedene Düfte. Einmal nach Vanillekipfel, aber dann habe ich den ganzen Tag Hunger. Oder Bratapfel. Bratapfel. Nein, erst recht den ganzen Tag Hunger. Bratapfel ist jetzt nicht so mein Ding, dass ich das gerne esse, aber wenn das nach einem ganzen Tag nach Bratapfel riecht, also die riechen auch ganz dolle, die riechen schon aus der Packung so raus hier. Dann hat man solche Teile. Wahnsinn. Hier ist Vanille. Ich glaube, wir machen Vanillekipfel. Riecht den ganzen Tag nach Vanillekipfel. Um mir mein Wachs zu schmelzen, habe ich mir ja mal so einen Wick Candlemaker gekauft. Den hatte ich bei Stempelmühle mal gefunden, also irgendwo im Netz gesehen und Stempelmühle hatten dann besorgt. Und da kann man jetzt einfach so auf dem Tisch, auf dem Basteltisch, sein Wachs so schmelzen. Da soll jetzt natürlich noch der Duft mit rein und die Farbe. Da ich vier Kerzen brauche, teile ich mir einfach diesen Duft in vier Teile. Das lässt sich ganz leicht teilen. So, machen wir dann hier gleich mit rein, damit sich das mit auflösen kann. Die Krümel hier auch noch, damit das der gleiche Anteil immer ist. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen von dem Grün, damit das gleich grün wird. Ja, das müsste man jetzt auch gleich machen. Auch mal irgendwas. Zum Abmessen. Zum Abmessen. Jetzt einfach einen Deckel von so einem Verschlusskappe. Perlenpen, irgendwas, dass man immer die gleiche Menge dann eben hat, damit die Tannenbäumchen vielleicht auch immer die gleiche Farbe haben. Aber eins wird ein bisschen wenig werden, wa? Jetzt klebt das Zeug mir am Deckel fest, das ist natürlich auch nicht gut. Muss ja raus, damit das gleiche ist. Nur Ärger. Nur Ärger mit dem Personal. Klappt aber ganz schön. Reicht eh so eine Kappe. Reicht, glaube ich, eine Kappe, ja. Ja, die eine Kappe reicht. Das können wir halt erstmal in Ruhe schmelzen lassen hier. So, jetzt müssen wir ja unsere Form erstmal vorbereiten. Da muss ja ein Docht rein, wenn man eine Kerze schon machen möchte. Dann lege ich mir hier ein Stück Docht rein, schneide mir das hier ab. Dann kann man das wieder verschließen. Richtige Stelle finden. Ja. So. So, hier unten dieses Loch, dafür gibt es extra Knete. Da habe ich mir jetzt ein bisschen was abgemacht. Damit wird jetzt hier dieser Docht festgemacht und das Loch verschlossen. Ja, das sollte man machen. Damit das da nicht rauslaufen kann. Kann man sich die aufstellen.
Hier oben hat man so ein Teil drin, dass man so eine Nadel dazwischen durchschieben kann. Damit kann man das Ganze spannen. Dann hat man sein Docht hier. Das ist ja cool. Und dann ist das eigentlich schon vorbereitet. Und so ein Set, da kann man auch so Klammern bekommen noch. Falls man jetzt Angst hat, dass das nicht hält, kann man das hier noch zuklammern. Die haben da wirklich Sachen, alles, was man braucht zum Kerzengießen, dass du da keine Angst haben musst, dass hier irgendwas passiert, dass irgendwas schief läuft. Da sind vier so eine Dinger drin. Das ist so ein ganzes Set. Ich habe hier gerade mal so die Beschreibung davon, wie das funktioniert hier alles. Klammert man sich das lieber noch zu, ehe was rausläuft bei solchen Formen, dass das wirklich alles richtig dicht ist. Besser ist, sonst ist es heiß. Genau, sonst ist es nachher heiß. So. So, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kriege ich jetzt das Wachs aus diesem Teil hier rein? Eigentlich stellt man die Kerzenformen hier unten drunter, lässt das einfach reinlaufen. Wenn ich jetzt größere Kerzen habe, muss ich mir natürlich immer einen Kopf machen. Sonst habe ich immer so einen kleinen Becher hier genommen, so einen Silikonbecher. Aber ich habe bei der Firma noch so ein Teil gefunden. Habe ich hier noch irgendwo die Anleitung? Damit kann man eigentlich das Wachs schmelzen. Hier hinten. Nennt sich Schmelzkelle, lebensmittelecht sogar. Damit kann man Wachs oder Schokolade oder Seife im Wasserbad schmelzen. Und ich nutze das jetzt einfach als Kelle zum Rübermachen da. Und ich hätte es als Aschenbecher genommen. Ja, du nimmst immer halt als Aschenbecher, ist klar. So, jetzt kommt mein Wachs da unten rein, kann man hier unten einfach aufstellen. Ist eine saubere Sache, du brauchst keine Metalldosen irgendwie im Wasser heiß machen, um das Wachs zu schmelzen oder sonst was. Dieses Teil hier wäre ja auch noch eine saubere Sache, weil man da gleich einen Griff dran hat. Diese Dosen, das ist immer schwer zu halten, wenn es heiß ist und dann noch zu gießen. Manchmal ja. Nicht zu voll. Ich muss ja eh ein wenigstens rausmachen. Kannst du dann mal nachgießen? Ja, so, jetzt muss ich dann natürlich versuchen, das hier reinzukriegen. Und das ohne Trichter. Das ohne Trichter. Dafür habe ich ja diese Ausgießlippe da vorne. Ja, ich weiß. Oh. Hör doch mal auf. Ist krank? Nee, vorsichtig. Ja, mich so erschrecken ist vorsichtig, ja. Wenn ich das heiße Wachs hier irgendwo durch die Gegend kippe, dann möchte ich die mal sehen. Manche lassen sich das um zu enttarnt ja. Auf den Körper machen. Und jetzt ist genau der Rest, der da noch drin ist, ist jetzt das, was hier noch fehlt. Ne? Bestimmt. Aber du hast ja Zeit, du musst ja nicht hetzen. Nee. Das bleibt jetzt eine Weile flüssig. Ja, das ist das Schöne, dass man das halt hier einstellen kann. Ne? Da fehlt noch was denn. Stimmt. Das reicht noch nicht. Einen Schluck nachmachen. Oh, peinlich. Ja, das muss man sich halt ausmessen, wie viel darin passt, ja. Ach, das ist wie abgemessen. Meinst du? Fast. Kleiner Krümel fehlt. Ja, das musst du aber noch nachgießen, sonst hast du ja keinen Stamm nachher. Ja. Geht nicht zum Hinstellen. Also muss ich schnell nochmal was nachmachen. Ach du Scheiße. Und dann gleich mehr nachmachen, weil du musst ja jetzt so eine Kappe da wieder drin machen. Wenn das Wachs dann festgeworden ist, also wir lassen das immer gerne eigentlich über Nacht. Also wenigstens ein paar Stunden muss man das aushärten lassen. Dann kann man das hier wieder rausmachen. Dafür sind hier an der Seite solche Nippel, wo man anfassen kann und hier unten die Füße. Und dann kann man das vorsichtig auseinanderziehen und hier dann auch rausmachen. Dann kommt das hier aus der Form. Einfach. Dann kommt das hier aus der Form und dann hat man seinen Tannenbaum. Jetzt hat man hier unten meistens, weil ich das Wachs wieder zu heiß hat, da hat man hier unten so ein Loch drin, dann stellt man sich das irgendwie in so ein Glas oder muss jedenfalls irgendwie gerade stehen, schmilzt sich noch mal ein bisschen Wachs und füllt das Loch da auf. Also, ja, dass wir hier noch mal was reingießen, müsste vielleicht gar nicht. Also, das Wachs läuft ja dann da nachher auch in das Loch rein, wenn die Kerze abbrennt, aber wir füllen das jetzt einfach mal noch schnell auf.
So, das habe ich dann jetzt hier auch schon wieder fest werden lassen. Dann ist das Loch zu und dann kann man die Kerze verwenden. Und wir machen uns jetzt damit einen richtig schönen Adventskranz oder Adventsgesteck, wird ja kein Kranz. So, ich habe mir dann jetzt für mein Gesteck ein, ja, man braucht dann ein Tablett oder irgendwas, wo man das reinmacht. Dafür habe ich so ein tolles Holztablett mal bei Kick irgendwo, ich glaube bei Kick gekauft. Oder auch im Baumarkt gibt es sowas auch ab und zu mal. Und da sollen ja jetzt die Tannenbäumchen dann irgendwie rein. Jetzt ist das aber, wenn ich, die kann man so schlecht hinstellen, die kannst du auch in diesem Teil, muss ja irgendwie feststehen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mit, wie heißt das hier, lufthärtender Modelliermasse. Man könnte jetzt da einen Nagel in das Tablett reinmachen und damit die Kerze zum Stehen bringen. Man könnte da versuchen, diese Kerzenhalter irgendwie einzubauen, anzukleben. Ich habe mir das die ganze Zeit so durch den Kopf gehen lassen und habe mir gedacht, nee, ich nehme einfach lufthärtende Modelliermasse, mache mir da meine Bäumchen rein, dass sie dann auch stehen. Und dann hat man für den nächsten Baum nachher auch gleich wieder eine kleine Halterung. Dann kommt das hier auf das Tablett drauf. Mal gucken, wie wir das hinstellen. Am besten die ganzen Bäumchen. Muss halt ein bisschen höher, weil wir Moos und so was reinmachen wollen. Sonst sind die zur Hälfte nachher bedeckt und ist ja auch doof. So hatte ich mir das jetzt ungefähr gedacht. Dann können wir das Ganze nämlich hier ein bisschen mit Moos auskleiden. Und dann ist das alles weg, wo wir das jetzt hier drauf gestöpselt haben. Sie nimmt doch langsam Form an, ey. Nimmt langsam Form an. Jetzt darf man die Kerzen aber dann nicht runterbrennen lassen. Also ja, das weiß ja jeder. Das ist halt bei richtigen Kerzen immer so eine Sache. Ich glaube, dieses Gesteck steckt denn auch keiner mehr an, bei den schönen Kerzen. Ja, aber dafür baut man das ja eigentlich, um es anzufackeln. Ist es ja nun mal. Tja. Dann wollte ich da eigentlich so einen Hirsch mit rein haben. Oh, ist der süß. Der muss hier auch irgendwie stehen. Steht mir nicht. So, Bauch tief im Gras. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen andere Deko. Müssen wir mal gucken. So, man kann ja hier noch so ein Koniferengrün damit reinsetzen. Man kann auch andere Nadeln. Ja, einfach Tannenzweige. Geht auch. Man muss immer mit den Kerzen jetzt hier aufpassen, dass wir nicht zu nah an die Kerzen rankommen. Wäre natürlich schöner, wenn man die so ein bisschen höher setzen kann. Aber das ist halt immer, man kann nicht alles haben. Der schönste Teil der Sache, ja. Glitzer. Jetzt können da diese Kugeln und Sterne und sowas noch mit verteilt werden. Dass da ein bisschen was liegt. Machen wir das jetzt in Gold und Silber oder nur in Silber? Ich würde ja noch ein bisschen Rot mit drin machen. Du mit dem Rot immer. Muss man nicht, kann man machen. Du mit deinem Rot. So, jetzt sieht es natürlich nicht aus wie eine Winterlandschaft oder sowas. Also, alles nochmal runter, Schnee drauf. Kann man sich auch vorher überlegen, ja? Schnee drauf haben will. Ach nee. Wir sind doch nicht Schadenfreude. Nee. Überhaupt nicht. Ich sehe wie überall. Du gehst doch, Mitleid kriegst du geschenkt. Neid musst du dir hart erarbeiten. Ja. Oh, es schneit. Es schneit, dann wird das jetzt hier einfach so ein bisschen drüber gestreut. Müssen wir ja nicht festkleben. Wenn der Teil erstmal steht nachher an seinem Platz, dann steht das da. Wird es ja nicht mehr umher getragen. Aber man kann so ein bisschen mehr Schnee drauf machen. Mehr Schnee? Wo wird es denn mehr Schnee hören? So. Mit den Schneesturm. So, dann sieht das wenigstens ein bisschen weißer aus. Genau. Na gut, dann sind wir ein bisschen großzügig mit dem Schnee. Jetzt bin ich immer so ein bisschen geizig. Geiz, lass nach. So, jetzt das Spiel noch mal von vorne, ein bisschen was glitzernd. Du hast ja sonst nichts zu tun. Ja. Man muss sich ja irgendwie beschäftigen, ja. Die eine rote Kugel wolltest du hier hin haben, kriegst du deine rote Kugel da wieder. Hier ist noch eine. Ja. Alle guten, du machst da die da vorne noch mit hin.
Da vorne nie. Hier hinten irgendwie noch eine. Eine Glitzerkugel. Noch eine silberne. Die Sterne finde ich ja zu schön eigentlich. Dann macht er die da drauf. Ach, eigentlich muss da auch ja nicht noch mehr drauf. Nee. Es glitzert, es ist Schnee. Was willst du noch mehr? Für den ersten Kranz dieses Jahr. Es ist kein Kranz. Gesteck. Ja, sorry, Gesteck. So, wir haben dann auch für dieses erste Gesteck schon einen schönen Platz gefunden. Auf so einer Anrichte, dass man das nur von vorne sieht, weil wir es ja so gestaltet haben. Und ist doch schön geworden. Das ist ein schönes Teil mit selbstgemachten Kerzen. Und Kerzen selber gießen für seinen eigenen Adventskranz oder sein Adventsgesteck finde ich eine coole Sache. Macht auch Spaß. Kerzen gießen ist immer wieder schön, beruhigend. Also bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und wie immer ganz, ganz einfach. Schöne Teile. Diese beste auch Schneelandschaft, ja? Ja, Winter ist immer Schnee, also Weihnachten ist immer Schneelandschaft. Okay, ein bisschen Schnee kann sein, nicht, dass wir so viel fegen müssen, aber ein bisschen kann sein.